Was geht, Leute? Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist Freitag, morgen keine Schule, chilliger Abend heute. Irgendwie ist es draußen auch schon extrem, extrem dunkel. Na? Was brauchst du? Was geht? Hast du Bock, heute die Nacht durchzumachen, Max? Wie lange? Lange. Lange. Also, Nacht durchmachen halt, ne? Du weißt, was das heißt. Ja, okay. Klingt geil. Hast du Bock? Aber ist Mama, ist Papa, Mama eingeweiht? Nein, dann komm rein. Sind sie nicht? Die wissen nichts. Nein. Und die würden es auch bestimmt nicht erlauben. Nein. Das heißt, Max, weißt du was? Nacht durchzocken bis 6 Uhr morgens. Das heißt, ab jetzt 12 Stunden, okay? Okay. Gut. Das heißt, wir werden jetzt erstmal brutal viele Snacks holen, weil irgendwie der Tisch sieht ein bisschen leer aus. Das heißt, wir müssen ein bisschen hier so Snacks holen. Ach so, hier oben machen wir das entspannt? Ja, müssen wir gleich gucken, ne? Wer bezahlt gleich? Oh, oh. Der Finger, der jetzt ausgewählt wird, der muss den gesamten Snack ein. Also ich frage mich, welches Game wir zocken, jetzt wird Zeit für Genshin Impact. Wer von euch kennt's? Ab ins Auto, klingt schon so eisig kalt und es schneit einfach sogar. Oh Mann, Digga. Irgendwie meine Jacke, meine fette Winterjacke ist sogar irgendwie schon eng. Was wird zu eng, bin ich behindert? Zu kalt. Das erste, was ich irgendwie noch nie gesehen habe. Was zur Hölle ist das? Kennst du das? Das war ja noch nie gesehen. Was ist das? Nächstes Jahr eingepackt haben. Oh, alle. Ja, der Kaffee. Sieht Kaffee. Kaffee. Natürlich eine geile Pizza. Pizza. Schmeckt richtig geil. Boah, kennt ihr diese Snack-Mix-Teile? Ich glaube, die kennt jeder. Die sind auch brutal. Nachos mit so Dip oder so. Das ist eine Tafel-Idee. Und warte, Pombeeren. Auch geil. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar, weil wir schaffen das sonst nicht. Dann haben wir hier den blauen einfach. Digga, was schreibt Mama, will ich killen. Lila. Die will ich killen, weil du lange wach bist und die will ich killen, weil du das. Was machst du? Ich weiß, die wird mich töten, aber. Den hier noch. Jetzt geht's ab nach Hause. Wir sind zu Hause angekommen und jetzt müssen wir erstmal. Ich würde sagen, wir fangen an. PC also, noch ist okay, ne? Ja. Noch können wir eigentlich uns normal fahren. Das stimmt. Wir können jetzt erstmal auf locker meinen PC anmachen und ein bisschen zocken. Eigentlich wollten wir anfangen durchzuzocken. Wir wollten mit Genshin Impact anfangen, hatte mies Bock drauf, aber irgendwie wird es dann scheinbar noch nichts. Junge, wo ist dein PC? Papa! Ich hätte mal eine Frage. Ja. Wo ist mein Computer? Der mein ist Rechner? Weg. Mein wunderschöner, sehr geliebter, ja. Sehr großer. Mit dem bist du ja verheiratet, das wissen wir mittlerweile. Rechner. Mhm. Mama, das ist ein Kabelsalat. Ich werde die Kabel nie wieder so in mein PC reinkriegen, wie vorher waren. Der ist ganz viel Staub. Also wo ist die? Der. Wo ist der? Er ist weg, Papa hat warum? Warum? Weißt du warum? Weil wir gehört haben, was ihr heute vorhabt. Der wollte wieder zocken, durchzocken vor allem. Wir hatten irgendwo mal früher eine Xbox. Gott, ich dachte nicht, ich dachte ehrlich, durchzocken wird leichter für uns. Hier ist auf jeden Fall von deinem alten PC Karton. Ja. Das heißt, das ist ja schön und gut, Max. Aber wir brauchen diese Konsole. Hey! Was sagst du? Da. Okay, wieso liegt sie da? Nimm sie. Hol sie einfach. Ja. Ich dachte, sie liegt in irgendeinem verkackten Ding hier. Nein. Ja, einfach nicht meckern. Wir haben es gefunden. Okay, jetzt warte. Wie komme ich jetzt am besten runter? Und wieso? Ach, okay. Bleib nach da oben. Ah, nice. Xbox. Controller. Auf der arme Tisch, Mann. Was haben wir alles? Pizza, Snackdinger, Chips, Chips. Wir haben übertrieben. Dip, Himbeeren. Wieso Himbeeren? Ich hatte Bock auf Himbeeren. Wir sind nicht so gesund. Du musst ich hatte Bock auf Himbeeren. So, dann dreimal Kaffee. Junge, was haben wir alles gekauft? Ist von Kino. Und dann irgendwie noch. So, auf bisschen Herzprobleme, 5 Red Bull. Pizza muss jetzt erstmal in den Ofen gepackt werden. Max schließt gerade so lange die Xbox. Es dürfte funktionieren. Das Ding ist irgendwie schon. Oh, das ist ein gutes Zeichen, dass es schon mal blinkt. Oh, ich bin sogar noch angemeldet. Was ist nein, lass meinen Namen. Es Dated okay. Thunder. Ja! Hier sind wir da. Und what? Hier seht ihr Genshin Impact, dafür jetzt hier mehr. Genshin Impact gibt es übrigens seit dem 20.11. für die Xbox Series S und X und für den Xbox Game Pass. Es gibt ein neues Update und zwar Version 5.2 mit neuen Charakteren und Ingame-Belohnungen. Die zeige ich euch jetzt kurz, das ist mega geil. At this time and place, I'll bet the granny won't let me. Wir werden jetzt erstmal Genshin Impact starten. Boah, ich habe so lange nicht mehr auf einer Xbox gespielt.
Das ist krass. Okay. Uff. Übrigens, wenn man sich während der neuen Version einloggt, kriegt man noch einen Special Windkleider gratis einfach. So, Max hat sich hier gerade eingeloggt und ich muss noch mal was richtig Geiles sagen. Und zwar habe ich einen eigenen Giftcode, der hält vom 8.11. bis zum 22.01. Löst den alle ein. Auf jeden Fall. Und zwar, was ihr da kriegt, ihr kriegt 60 Primo Gems und 5 Adventurous Experience. Das ist mega geil, Max, ne? Es ist sehr geil. Ich würde sagen, das holen wir uns auch. Auf jeden Fall. Aber guck mal, es funktioniert alles. Ja. Oh, ich habe mich, hab mich jetzt angemeldet. Ich mache kurz ein bisschen Ton lauter. Ah, oh yeah. Ich sehe es. Geil. Ihr seid einfach so hergekommen. Aus einer anderen Welt. Ab sofort. Genshin auf der Xbox. Du fängst heute an zu zocken. Oh yeah. Oh. Name? Ja, wie ist dein Name mit? Wie ist dein Name? Nennen wir uns Ash. Ich wollte eigentlich irgendwas Cooles zu machen, aber irgendwie wusste ich gerade nichts. Let's go! Du bist einfach so nice aus. Ich bin da richtig gefesselt. Give my sister back! Die wurde einfach eingesperrt. Und so entführte die fremde Gottheit meine Schwester. Außerdem wurde mir meine eigentliche Kräfte geraubt. Eins konnten wir die Welten frei streifen und nun sitze ich hier fest. Für alle, die kein Englisch können. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen Genshin Impact zocken. Das ist einfach schon mal der erste Fight so. Das ist immer so ein blaues Ding. Tötet. Uff. Weiter. Mehr. Töte ihn. Nice. Hier seht ihr einen richtig heftigen Fight mit krassen Effekten und Grafiken. Die laufen euch halt auch ganz schön weg. Übrigens, währenddessen die geile Pizza schon mal fertig. Das sieht massiv aus. Warte. Ja. Ich sag ehrlich, so lässt es sich leben. Das ist ein Tonkuchen, Max. Oder so. Das wird eine geile Nacht heute, nehme ich gleich. Wir sind irgendwie gestorben. Du filmst gerade im besten Moment, ne? Ja. Es ist jetzt später, wir sind gestorben, es ist 11 Uhr. Mama und Papa schlafen schon, ne? Ja, wir haben das PC weggenommen, das heißt, wir werden es dir erstmal rächen. Wenn ich du wäre, nimmst du diesen Regenschirm hier, spannst ihn gleich auf, im Schlafzimmer natürlich, ja. Hoffentlich sind die dann da, ja. Und wirfst einfach einen Regenschirm auf die beiden. Einfach so. Wie? Einfach auf dich, einfach okay. Regenschirm. Nee, das machen und das ist das. Der ist noch das von vorhin. Oh. Ja, okay. Hab ich. Eine viel witzige Rede. Geh in die Küche, in die Küche. Auffüllen. Aber nicht so viel. Du nimmst gleich ein bisschen Wasser auf die Hand, sagst du hier, es regnet. Ihr habt den Regenschirm. Oh mein Gott. Okay. Es regnet, ihr habt einen Regenschirm, es regnet! Es regnet! Bescheuert! Was stimmt nicht mit dir? Was ist hier los? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Oh mein Gott! Was ist denn da? Ich hab doch gar nichts damit zu tun! Komm sofort hierher! Mein ganzes Bett ist nass, Mann! Komm sofort hierher, Ash! Hast du nicht mehr alle? Oh, mein Arsch. War das Wasser? Nein, es war Apfelsaft. Und du machst auch noch mit? Nein. Mama? Mama, warte mal ganz kurz. Dreh ich mal um. Uff. Du hast das Bett ist auch nass. Und wieso warst du im Regenschirm? Es hat geregnet und damit ihr trocken bleibt. Schreibt mal in die Kommentare. Denkt ihr, er schrie sein PC wieder? Aber guck mal dafür. Dass wir jetzt so ein bisschen gemein waren, werden die sich nicht wundern, wenn du nicht da bist nachher. Guck, also haben wir gut. Nicht. Nice. Wir tauschen die Betten. Er sagt ja. 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 Oh, gut. Gut. Gebockt? Passt. Gebockt. Super. Super. Jetzt werden wir, ich habe noch nie gespielt, um uns ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Ich suche schon mal die Sachen raus, weil, Leute, wir müssen wirklich Zeit totschlagen. Okay. Ja. Nein. Oh mein Gott. Oh. Ich habe noch nie das Haus von jemandem mit Eiern beworfen. 3, 2, 1, Was? Beziehungsweise, das war nicht ich selbst direkt. Aber so, du warst dabei. Ich war mit du bist mit Täter. Nein, ich wollte es nicht, aber ich habe gesehen, wie andere aus der Gruppe das gemacht haben. Und du warst dann gut dabei. Hm? Du warst sie, du. Ja, das ist asozial, Max, das macht man nicht. Ich weiß. Davon distanziere ich mich. Da war ich 12. Ja, okay. Ich habe noch nie in die Dusche gepisst. Ich hab. Ich hab. Ich stehe doch hinter einfach.
Ich habe sogar ein Waschbecken, aber das ist anders. Das Ding ist, weißt du, ist es bei dir auch so, dass wenn du duschen bist, ja, du jedes Mal, wenn du duschen bist, auf Klo musst? Ja. Also das letzte Mal, als ich die Dusche gepinkelt habe, war gestern, glaube ich. Das ist noch regelmäßig. Genau, wollte ich das nicht wissen. Das ist noch regelmäßig, Max. Macht ihr das auch? Ich habe noch nie einen Social-Media-Beitrag gelöscht, weil er zu wenig Likes bekommen hat. 3, 2, 1, ich hab. Ich hab auch, glaube ich. Ich hab, glaube ich, auch. Ich bin nicht. Wir wollen schlafen. Was? Ja, was? Wir können in unserem Bett nicht mehr schlafen. Mach sofort das Licht aus. Und vor allem, wir brauchen noch. Seite liegen oder auf die Seite, ja. Ich brauche noch eine Decke und ein Kissen. Soll ich mein Bett? Soll ich jetzt mein Bett auch nass machen oder? Wie bitte? Hier, dann schlafen wir auf der Couch. Ja, ich hab noch nie meine Eltern beim erwischt. 3, 2, 1. Ich hab noch nicht! Noch nie. Noch. In meinem Bett. Das wäre krank. Das wäre ein bisschen verrückt. Wie bitte? Könntet ihr irgendwie. Eigentlich machen wir gerade, ich hab noch nie. Aber was macht ihr hier, ist die Frage. Wir wollen schlafen, unser Bett ist nass. Oh. Und dafür habt ihr die Verantwortung. Gute Nacht. Soll ich dir noch ein Gute Nacht-Lied singen? Ja, bitte. Oh. Gute Nacht. Oh, was sind das für Kuscheltiere? Wir gehören hier. Gute Nacht. Mach mal Licht aus. Mehr hast du nicht drauf? Könnt ihr schlafen jetzt oder? Nein, Zimmer, wir akzeptieren das. Du kommst mit? Nein, ja, ist okay, gute Nacht. Ja. Ja. Gute Nacht. Okay. Warte bitte kurz. Nein, mach's nicht. Warte bitte kurz. Noch weiter! Das ist schlecht. Das ist jetzt schlecht. Oh mein Gott! Mama, ich hab kein Schlaf! Oh mein Gott! Nicht der Gürtel! Mama, ich hab deinen Schuh an, bitte! Ich will nicht nass werden! Ich hab deinen Schuh an! Nein, Mama, nein, ist das kalt! Nein. Okay, dann mach ich weiter. Und jetzt wird weitergezockt. Es gibt nur was richtig nice. Und zwar gibt es Genshin Impact für Xbox Cloud Gaming. Da muss man sich das Spiel nicht mehr runterladen für. Jetzt wird das Spiel hier gerade schon gestartet. Jetzt sind wir hier direkt im Game drinne. Musst nichts runterladen und können einfach weiterzocken. Extrem entspannt. Das hat ungelogen keine 5 Minuten gedauert. Geht übrigens mit dem Xbox Game Pass Ultimate. Übrigens, egal worauf man spielt, ob auf Handy oder PC, die Accounts werden immer synchronisiert. Das heißt, ihr könnt einfach auf dem Handy spielen und das zu Hause einfach auf dem PC weiterspielen. Das ist auf jeden Fall mega geil von Genshin Impact. Ich zum Beispiel spiele auf einer Xbox. Das heißt aber auch, dass ich einfach auf dem Handy weiterzocken könnte, ne? Genauso. Und ich würde euch auch nochmal empfehlen, auf einem riesen Fernseher zu zocken, wenn ihr sowas habt. Also auf einem geilen Fernseher machst du nochmal eine viel bessere Spielerfahrung in der Welt von Teyvat. Auf jeden Fall richtig nice. Es gibt 2 neue Charaktere. Ein 5-Sterne-Charakter, der heißt Chaska, und ein 4-Sterne-Charakter, der heißt Ororon. Es gibt 2 neue Stämme, einmal den Flower Feather Clan, dann noch den Masters of the Nightwind und noch eine neue Area, und zwar Orkenetlen. Das einzige Problem ist, dass Orkenetlen angegriffen wird. Das seht ihr hier einmal kurz eingeblendet. Und jetzt wird es Zeit, ingame die Region zu verteidigen. Ladet euch jetzt Genshin Impact über meinen QR-Code runter und vergesst dabei auf jeden Fall nicht den Giftcode. Mega geil. Es ist jetzt 2 Uhr. Eigentlich wollten wir bis 6 Uhr machen, Max. Aber ich sag dir ehrlich, ich verzieh mich runter. Ich hab keinen Bock mehr. Du traust dich da runter? Ich geh runter. Ich werde jetzt nach unten gehen und gucken, ob ich irgendwie schlafen kann. Weil ich will nicht mit dir in einem Bett schlafen. Da schlafe ich lieber auf meiner Couch. Deswegen, Max, ich muss dir ehrlich sagen, war ein geiler Abend. Ja, ne, dann gute Nacht. Ich geh runter. Ich hoffe mal, dass sie nicht schlafen und mich aufmachen. Ja, schaut irgendwie ein bisschen mauer aus. Ich muss jetzt irgendwie gucken, wo ich schlafen kann. Vergesst nicht, Genshin Impact abzuchecken. Ich bin extrem müde, ich werde mich jetzt irgendwie bei Max oder so oben hinlegen. Und deswegen haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.